Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem True Crime Kanal. Ich habe gesehen, dass das Video zu Werner Kniesek sehr gut ankommt bei euch und habe mir gedacht, ich grabe ein bisschen tiefer in der österreichischen Kriminalgeschichte. Ich habe dabei auch einen sehr interessanten Fall gefunden und bin dabei auf ein Thema gestoßen, das mich ehrlich ein bisschen erschreckt. Grundsätzlich geht es heute um die Serienmörder Elfriede Blauensteiner, die als die schwarze Witwe in die österreichische Kriminalgeschichte eingegangen ist. Ihre Vorgehensweise ist aber so normal offenbar, dass es einem den Hut auszieht. Geboren wurde sie am 22. Januar 1931 in Wien. Blauensteiner war spielsüchtig und hatte dementsprechend auch große Geldprobleme. Sie suchte sich daher über Kontaktanzeigen wohlhabende Personen, denen sie vorgab, eine Pflegeperson zu sein. Und dann war sie eigentlich nur daran interessiert, deren ganzes Vermögen für sich zu beanspruchen. Und so nahm die ganze Geschichte leider ihren Lauf. Es ist nicht allzu viel über ihre Kindheit bekannt oder wie sie herangewachsen ist. Sie hatte bei ihren Vergehen einen Komplizen, und zwar einen Rechtsanwalt. Dieser fälschte jederzeit die dazugehörigen Testamente, sodass sie von den Personen, denen sie die Pflege machte, alles Vermögen erben konnte, sobald diese einmal verstorben waren. Es gab verschiedene Opfer, drei davon konnten der Dame nachgewiesen werden. Sie veröffentlichte stets Kontaktanzeigen und bot sich und ihre Dienste an. Sobald sich die Opfer bei ihr gemeldet hatten, nahm sie die Pflege auf und irgendwann kam es dann dazu, dass sie ihnen ein Antidepressivum und ein Medikament namens Euglucon verabreichte, wodurch diese bewusstlos wurden. Anschließend legte sie den Opfern eiskalte Tücher auf den Körper, sodass sie über kurz oder lang an einem Erfrierungstod verstarben. Sie rief zum richtigen Zeitpunkt den Rettungswagen an, sodass die Opfer stets noch auf dem Weg bis zum Spital verstarben. So wirkte das Ganze wie ein natürlicher Tod und es wurde zunächst einmal kein Verdacht geschöpft. Obduktionen gab es zu dem Zeitpunkt keine, weil eben kein Verdacht bestand. Im Endeffekt konnten die Morde nur deswegen aufgeklärt werden, weil sich von einem der Opfer ein Hinterbliebener gemeldet hat, der sich um sein Erbe betrogen gefühlt hat. Denn es war ja alles auf sie überschrieben und er ging leer aus. So schöpfte man erstmals Verdacht und sah sich das Opfer genauer an und konnte plötzlich feststellen, dass so ein Beruhigungsmittel Euglucon verabreicht worden ist. 1997 wurde Blauensteiner daher zunächst einmal in einem Mordfall schuldig gesprochen. Das Urteil lautete auf lebenslange Freiheitsstrafe. 2001 folgte dann die Verurteilung in zwei weiteren Fällen. Besonders legendär gelten dabei ihre Auftritte im Gerichtssaal, bei denen sie teilweise entweder jede Schuld von sich wies oder mit einem goldenen Kruzifix auftauchte und einfach aus der Bibel zitierte, von wegen, ich wasche meine Hände in Unschuld. Sie sah sich also absolut keiner Schuld bewusst und fand das völlig in Ordnung, dass sie wehrlose Rentner um ihre Vermögen betrogen hatte, sie ermordet hatte und das anschließend einfach in Casinos verspielte. Schon ab 1997 war sie eben inhaftiert und bis zu ihrem Lebensende verbrachte sie nun die Zeit in einem Gefängnis. 2003 verstarb sie dann an den Folgen eines Gehirntumors, ihr Grab wurde mittlerweile aufgelassen. Was mich dann einfach sehr schockiert, ist die Tatsache, dass das nicht der einzige Fall in dieser Hinsicht gewesen ist und deswegen mache ich die Erzählung über diesen einen speziellen Fall jetzt auch eher kürzer. Denn wir beschäftigen uns mit dem Thema an sich. Ich habe bei meinen Recherchen unter anderem einen Artikel von Kurier entdeckt und den zeige ich euch jetzt. Als sein Sohn den Arzt anrief, weil der Vater eingeschlafen sei, stellte der Mediziner bei der Totenbeschau am 10. Juli 2018 eine natürliche Todesursache fest, Akt geschlossen. Nach einem Anruf wurde die Juristin skeptisch. Die Stieftochter des Seniors bezichtigte dessen leiblichen Sohn, ihn aus Geldgier getötet zu haben. Immerhin gehe es um ein Haus und 75.000 Euro. Diese Sache weckt einfach Erinnerungen an den Fall der schwarzen Witwe. Hinzu kommt in diesem besonders erschreckenden Fall, dass der Vater wie ein Tier behandelt worden ist. Fenster und Türen wurden zugeschlossen, am Gartenzaun befand sich ein zusätzliches Schloss, er konnte das Grundstück einfach überhaupt nicht verlassen und als der Richter den Sohn darauf ansprach, sagte er nur, er war dement und das war zu seiner eigenen Sicherheit. Man stellte dann jedoch allerdings fest, dass es eine Druckwirkung auf den Kehlkopf gegeben hat und er deswegen an Erstickung gestorben ist, das heißt, er hatte ihn wirklich ermordet. Und das ist kein Einzelfall. Und das ist der wirklich erschreckende Punkt. In der österreichischen Kriminalgeschichte gibt es anscheinend so viele Fälle, in denen irgendwelche Pensionisten oder irgendwelche Menschen, die pflegebedürftig sind, von ihrem Pflegepersonal ermordet worden sind. Oder generell, dass ein Mord übersehen worden ist. Zum Beispiel der Fall Bogumila Wojac. Diese Person pflegte zwei Rentner und auch für diese
endete die Fliege tödlich. In den Leichen wurde später Arsen entdeckt. 2013 folgte eine lebenslange Haft. Oder der Fall um Hanselig und Säulenfels. Eine gewisse Wendy Freiherr war in ihrem Urlaub zu Tode gekommen. Vergiftet wurde sie von ihrem eigenen Ehemann Hanselig. Und aufgeklärt wurde die Sache erst 2 Jahre später, als die Leiche exhumiert wurde. Man stellte einen Giftmord fest. Beide wurden zu einer Haft verurteilt, Hanselig lebenslang und seine Komplizin zu 17 Jahren Haft. Die Liste könnte so weitergehen. Statistiken zufolge bleiben 20 Taten im Jahr unbemerkt. Das heißt, dass man hier in Österreich tatsächlich 20 Mal im Jahr einen Mordfall als natürliche Todesursache deklariert, obwohl dem nicht so ist. Zumindest sind das die Zahlen, von denen Experten ausgehen. Grund dafür soll sein, dass weniger Obduktionen durchgeführt werden, während es im Jahr 1980, 1982 und so weiter noch um die 30.000 Obduktionen pro Jahr waren, sind es mittlerweile nur mehr 9.000. Das ist weniger als ein Drittel. Also ich finde diese ganze Sache relativ kurios und ich dachte, ich teile diese Information einfach mal mit euch. Was denkt ihr denn dazu? Seid ihr auch so total gegruselt wie ich jetzt in dem Moment? Oder überrascht es euch vielleicht nicht einmal? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, um keine True Crime Fälle zu verpassen. Nächsten Freitag um 12 Uhr kommt auch schon das nächste richtige True Crime Video wieder. Wir sehen uns also. Danke für jeden Support. Bye!